Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir packen eine Brand News Box aus, die ehrlich gesagt schon offen ist, denn das Video ist nach einer Minute abgeschmiert und da war die Box leider schon geöffnet. Ihr seht mich hier halbwegs live, denn heute ist Samstag, möchte ich zumindest planmäßig das Video veröffentlichen. Und auch heute, beziehungsweise, ja, ist jetzt wieder ein halbwegs aktuelles Video, möchte ich sagen. Denn wir sind vorgestern am Donnerstag aus Japan wiedergekommen. Falls ihr es noch nicht auf Instagram gesehen habt, 2,5 Wochen Japan, es war großartig, war fantastisch. Ich werde jetzt hier gar nicht so viel darüber erzählen, außer so als kleinen Spoiler. Wie gesagt, schaut gerne mal auf Instagram, gibt schon mal bei Fotos, werde ich auch ab und zu mal was, eine Story teilen oder einen Beitrag. Deswegen wurde auch nicht gestreamt auf meinem Gaming-Kanal zum Beispiel. Es gab trotzdem Videos, weil ich 20 Videos vorproduziert hatte, die dann einfach über den Urlaub veröffentlicht wurden. Es kommen natürlich auch Reisevideos, unglaublich viele Reisevideos, Reisevlog wie üblich, ne, rumgehen, bisschen erzählen, wie üblich, ne, dieses Vlog-Format wie meine anderen Reisevideos auch. Und es wird die längste Reisevideoserie aller Zeiten, wahrscheinlich weil es auch der längste Urlaub war, den ich tatsächlich auch je gemacht habe. Ich war noch nie 200 Wochen im Urlaub irgendwo. Genau, gestern habe ich tatsächlich zum Beispiel wieder gearbeitet, Montag, Dienstag muss ich auch wieder arbeiten und dann ist Feiertag und dann fange ich schon mit meinem neuen Job an. Also hier ist momentan einiges los. Hatte ich euch auch erzählt, neuer Job, in meinem letzten Labervideo hatte ich davon erzählt. Hier jetzt die Box, genau, kurz als Spoiler, wir waren in Tokio, sind von Tokio nach Yokohama, Yokohama nach Kyoto, von Kyoto nach Osaka, in Osaka haben wir Tagesausflüge gemacht nach Nara, Rehe, Füttern, Universal Studios, Super Mario World. Dann sind wir auch noch nach Koyasan, spiritueller Ort, nenne ich das jetzt mal, hingefahren, Osaka selbst natürlich auch und dann wieder zurück nach Tokio, Geschäfte gegangen, gutes Essen, ach Leute, unglaublich viel. Wie gesagt, es wird sehr, sehr viel zu gucken geben in den Reisevideos, die dann in den nächsten 1-2 Wochen wird wahrscheinlich das erste Video kommen und dann immer alle paar Wochen kommt neuer Teil. Ihr werdet was zu tun haben. Ja, also gerne mal den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr nicht die Veröffentlichung der Videos verpasst. Was wollte ich noch sagen? Genau, deswegen gab es zum Beispiel auch bisher keine Boxen, weil die gibt es ja schon ein bisschen länger. Falls ihr euch gefragt habt, hey, wo bleiben denn die Boxen? Ich konnte die ja nicht auspacken, weil ich nicht da war. Und deswegen gab es auch noch kein Video zum McDonald's-Frühstück. Das werde ich nachholen, sobald wie möglich. Ich habe überlegt, ob ich einen Livestream mache. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht werde ich sie auch morgen Sonntag früh testen und dann vielleicht abends schon ein Video machen zu drei, vier neue Sachen davon. Ja, die haben ja einiges Neues, aber vieles ist ja auch ähnlich. Da ist dann so ein Fleischding ausgetauscht und manches habt ihr auch schon bei mir gesehen in den McDonald's-Videos. Also ich muss gucken, da kommt jedenfalls auch noch was. Es ist natürlich, wurde schon öfter gefragt von euch, wo bleiben die Videos? Ja, tut mir leid, ich war in Japan. So ist das eben. Wir backen jetzt die Box aus von Brand News. Wenn ihr sie mal bestellen wollt, Link ist in der Beschreibung. Es fängt leider relativ ernüchternd an. Das hatte ich nämlich schon ausgepackt. Henderson & Sons Tortilla Chips in der Hot Chili Sorte. Henderson & Sons Tortilla Chips in der Hot Chili Sorte. Henderson & Sons Tortilla Chips in der Hot Chili Sorte. Und das Ganze ist nämlich mehr oder weniger kurz vorm Ablaufen, weswegen ich hier arg das Gefühl habe, dass das hier Resteverwertung ist und das finde ich überhaupt nicht gut, liebes Brand News Team. Ich muss manchmal da, also vielleicht muss ich mal ein ernstes Wörtchen mit denen reden. Na, versteht mich nicht falsch, ich bin, die haben mich damals schon vor vielen Jahren, waren die ersten, die mich supportet haben, bin ich dankbar für, aber die letzten Boxen sind leider echt nicht mehr gut und sowas, das ist nicht in Ordnung, weil die Boxen werden ja eher teurer als günstiger und dann die Resteverwertung rein, ist nicht geil. Nämlich nur noch einen Monat haltbar, noch nicht mal mehr ganz. Also, Nee, fuck, gar nicht, Alter. Die sind schon abgelaufen. Also zumindest jetzt heute, als die Box kam, waren sie noch irgendwie vielleicht 2 Wochen haltbar. Alter, das geht ja gar nicht. Also ich finde es nicht schlimm, weil man kann es noch essen. Man kann es auch in 2-3 Monaten noch essen. Aber das kriegst du halt hinterhergeworfen im MHD-Warenladen für ein paar Cent oder sowas. Also das finde ich echt nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Dann haben wir hier als nächstes Capri Sun Zuckersirup mit Vitamine, was irgendwie absurd ist, wenn man das mal so überlegt. Vor allem ist auch da nicht viel Vitamine drin. 15% bei so 200 Milliliter, ja, ist jetzt auch nicht super wenig. Ja. Aber irgendwie ist das widersprüchlich, wie ich finde. Edamame, Bio-Edamame Tasty Meal. Ein Tasty Meal mit 40 Gramm Nudeln? Was für ein Meal soll das sein? Also, Das ist was für ein Scheiß. Edamame, viel Eiweiß drin. Edamame haben wir auch in Japan gegessen. Natürlich, wo, aber ich weiß gar nicht mehr wo. Leute, es gab so gute Sachen. Aber ich bin ein Fan von diesen Basics. Schüsselreis, Schnitzel drauf, Ei drauf, fertig. 4 Euro, tschüss. Ja, es ist massiv günstig. Leider auch für Fleischprodukte in Japan.
Man kann aber auch viel mehr Geld ausgeben. Aber ich mochte diese einfach. Ihr werdet das sehen. Ich habe viel gefilmt. Ihr werdet das alles sehen. Hier ist dann irgendwie noch eine Würzmischung bei. Also grüne Soja, grüne Bio-Sojabohnen soll dann eine Nudel sein. Leckere Pasta. Also wie gesagt, 40 Gramm Nudeln. 40 Gramm! Was soll denn das für eine Portion sein? Für ein Meal vor allem noch. Dann haben wir als nächstes Cold Tea Sparkling, also sowas wie 5-Minuten-Terrine dann vielleicht, ja. Von Messmer, da hatten wir neulich, glaube ich, auch schon mal so einen Tee. Hier haben wir Johannisbeere, Minze, aufgebrühter Kräutertee. Jo, neulich erst gehabt. Fuego, die machen, glaube ich, Chips oder Chicken Taco Marinade. Ja, kann man dann mal seine Chicken Tacos, sein Chicken marinieren. In der Sorte Habanero Chili and Lime für 4 Portionen. Ja, von Fuego hatten wir, glaube ich, noch nie was drin. Haben wir mal hier ein bisschen was Neues. Dann hier mal wieder Cirio, Kichererbsen in der Dose, Konserven. Es kann gerne ab und zu mal drin sein, aber es ist ein bisschen zu oft drin. Na, immerhin noch 6 Monate haltbar für eine Konserve. Nee, doch. Nichts gegen Kichererbsen, ja, kann man leckere Sachen mitmachen. Vor allem so schöne Currys oder sowas. Von Cirio. Als nächstes Bamboo Garden, haben wir, glaube ich, auch schon öfter gehabt. 5 Monate haltbar für eine Konserve, cremige Kokosnussmilch. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt einfach mal gar nichts mehr sagen und überlasse euch die Interpretation des Inhaltes dieser Box. Nee, eigentlich ist das nicht Sinn der Sache. Also ganz ehrlich, Konserven hier, abgelaufene Chips. Also nochmal, sorry, sie sind abgelaufen, weil ich das Video jetzt erst gemacht habe und nicht, als ich die Box bekommen habe. Dann wären sie noch eine Woche haltbar gewesen oder sowas. Oh, nochmal Dosenkonserven. Dossi, Sonnenmais, dampfgegart. Sorry, aber Alter. Eine zerbeulte Dose Red Bull. Obwohl, das ist, glaube ich, vom Transport passiert, weil das lag zwischen den ganzen Dosen. Easy Lemon. Ja, wow. Dann finde ich schön, Proteinriegel White Chocolate Peanut von Maxi Nutrition. Finde ich gut, dass sie ab und zu mal so Proteinriegel reinmachen von der Firma. Die haben auch manche leckere Sorten, von daher, das finde ich hier ganz cool. Weiter geht's. Goldberg Premium Cola. Irgendwie kommt mir das auch bekannt. Von Goldberg haben wir jedenfalls öfter was drin. Ich weiß gar nicht, ob es diese Cola hier auch schon mal war. Oh, die ist auch noch 2 Monate haltbar. Läuft. Goldberg Premium Cola hier in der Flasche. Von Werder haben wir mal wieder Ketchup, so wie jede Woche, jeden Monat. Und zwar in der Sorte Curry. Er ist auf jeden Fall noch 1,5 Jahre haltbar. Ketchup Curry ist auf jeden Fall geil. Also sagen wir mal ehrlich, zumindest ich kenne den hier nicht. Der Hela Curry Ketchup ist der geilste Ketchup überhaupt. Mal gucken, wie der hier ist. Das finde ich cool. Da freue ich mich, den mal auszuprobieren. Dann haben wir mal wieder Mayonnaise drin von Miracle Whip in der Sorte Chili. Und ein Bitburger auch mal wieder drin, 0%, ist immerhin auch noch 1,5 Monate haltbar. Also sorry, das ist die beschissenste Box aller Zeiten. Das ist wirklich unverschämt und sorry, nee. Also da fällt mir nichts so ein. Das finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Nö, mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Eure Meinung könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt erstmal weg für heute. Wobei, ich mache jetzt, glaube ich, noch ein Video. Dann muss ich mir erstmal einen Kaffee machen. Passt auf euch auf, macht's gut und ciao.